Yahtzee ist eine Android-App, mit der man die Media Center Software Kodi fernsteuern kann. Damit das funktioniert, müssen das Media Center und das Android-Gerät im gleichen Netzwerk angemeldet sein. Um Yahtzee zu benutzen, muss in Kodi eine Fernsteuerung von außen erlaubt werden. Dazu navigiert man in die Einstellungen und auf Dienste. Dort geht man auf den Reiter Steuerung. Hier müssen nun zwei Optionen aktiviert werden. Die Steuerung über HTTP wird erlaubt und die Fernsteuerung von anderen Rechnern wird ebenfalls erlaubt. An dieser Stelle merken wir uns den Port 8080, den brauchen wir für später. Nutzt man einen Windows-PC, muss noch eine Regel für die Firewall erstellt werden. Dazu sucht man in Windows nach Firewall und öffnet das Ergebnis Windows Firewall. Hier klickt man nun auf Erweiterte Einstellungen. Jetzt legt man für eingehende Verbindungen eine neue Regel an. Ich würde empfehlen, alle Verbindungen für Kodi zu erlauben. Die neue Regel sollte nicht auf öffentliche Netzwerke zutreffen. Zu guter Letzt rufen wir in Kodi noch die Systeminformation auf, um uns die IP anzeigen zu lassen. Jetzt öffnen wir Yahtzee auf dem Android-Gerät. Wird Yahtzee das erste Mal geöffnet, wird man direkt gefragt, welches Gerät man hinzufügen möchte. Ansonsten muss man wie folgt vorgehen. Man öffnet das Hauptmenü durch Drücken der drei Linien. Hier klickt man nun auf den kleinen Pfeil und dann auf Hosts verwalten. Um einen neuen Host hinzuzufügen, klickt man auf den Plus-Button. Hier wählt man nun Kodi aus. Wenn man Glück hat, wird der Host nun bereits angezeigt und kann ausgewählt werden. Unser Host wird hingegen nicht gefunden. Das erkennt man daran, dass die IP-Adresse, die wir suchen, auf 106 endet und diese nicht in der Liste auftaucht. Um unser System dennoch hinzuzufügen, drücke ich auf Überspringen. Nun kann man IP und Port eingeben. In meinem Fall ist die IP 192.168.0.106 und den Port, den wir uns vorhin gemerkt haben, war 8080. Jetzt kann der Host erfolgreich hinzugefügt werden. Ich würde empfehlen, den Namen zu ändern, falls man mehrere Media Center besitzt. Mit Yahtzee kann dann einfach zwischen den verschiedenen Media Centern hin und her geschwungen werden, je nachdem, welches man gerade bedienen möchte. Für dieses Video nenne ich den Host einfach UsefulWit. Jetzt schauen wir uns an, wie man Kodi mit Yahtzee fernsteuern kann. Die Grundfunktion ist das Navigieren per Pfeiltasten, wie im Video zu sehen. Yahtzee kann aber noch mehr. Das möchte ich anhand der Add-ons zeigen. Man kann die Inhalte der Add-ons in Yahtzee durchsuchen, ohne dass man dafür auf das Media Center schauen muss. Ist die gesuchte Sendung gefunden, wird diese angeklickt und auf dem Media Center startet nun der Videostream. Nun kann man die aktuelle Wiedergabe per Yahtzee steuern und zum Beispiel auswählen, welcher Untertitel angezeigt werden soll. Standardaktionen wie Pause und Stopp gehen natürlich auch. Ein weiteres hilfreiches Feature ist die Tastatur. Möchte man in einem Add-on nach etwas suchen, öffnet sich die Handy-Tastatur und man kann einfach das Suchwort per Tastatur eingeben. Das ist dabei noch nicht alles. Was ich gerne nutze, ist die Möglichkeit, aus der YouTube-App von Android die Videos direkt ans Media Center zu schicken. Dazu muss das YouTube-Add-on auf Kodi installiert sein. Unter Android öffne ich nun ganz normal die YouTube-App. Ich habe hier bereits nach Zucker gesucht. Nun klicke ich auf die drei Punkte hinter dem Video, das ich anschauen möchte, und wähle Teilen aus. Hier bekomme ich nun eine Liste und suche den Punkt Abspielen im Media Center. Sobald ich diesen berühre, startet das Video auf Kodi. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video etwas weiterhelfen.